Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock 2, die remasterte Variante. Wo war mir stehen geblieben? Was sollten wir tun? Oh, das ist die falsche Taste. Das haben wir voll. Können wir irgendwas kaufen? Nein, geldtechnisch sind wir leer. Wir hätten Essen holen können, aber warte mal, ich kann doch einmal heilen und das doch. Nein. Crouch? Ja, genau. Verbandskasten ist voll? Okay. Gut, wo müssen wir hin? Der Pfeil sagt uns den Weg. Hier noch was drin, ne? Die Sister haben wir alles. Mal gucken, wo alle Sissis haben wir jetzt. Hier ist auch noch eins. Also alle Little Sister haben wir befreit. What the? Ach, der Muni-Man. Ja. Wo ist er? Ah, da ist er. Ja, das war mal wieder so. Ja, wir spielen es mal wieder heute zum ersten Mal rein. So, ich muss mich ein bisschen besser hinsetzen, sonst. Ah. So, die 6. Fotografieren wir die noch. Gibt ja alles ein bisschen Points, was wir brauchen. Holen wir das Mikro noch ein bisschen näher ran. Subject Delta. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Oh Gott, gütiger Gott, ich schwöre dir, das war nichts gegen dich persönlich, okay? Bitte nicht! So ein interessanter Typ. Sie wusste, sie hat ihr Leben gelassen, also warum soll ich eine bestrafen? Nö, machen wir nicht. Somit kommen wir aber schon in die nächste Abteilung drin. Ja, bin ich mal gespannt, was sich jetzt als nächstes ergibt, weil wir haben jetzt den Priester gehabt, wir haben, oh Gott, was hatten wir noch alles? Also, wir hatten schon einiges. Na, wo sind wir denn hier? Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Ja, reinschleiche. Ich und schleiche. Ja, nee, ist klar. Undankbarer Schmarotzer gerade meine Erbstücke in Kaminholz verwandelt. Oh, da haben wir noch was zu hören. So, Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Man kann nicht einen ganzen Kult zum Schweigen bringen, oder? Oder vielleicht doch? Ja, vielleicht kann man das doch. Nee. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls.
Ja, Lamp, ich weiß nicht, hast du irgendwie nicht richtig entsorgt, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber okay. Haben wir noch irgendwo irgendwas? Okay, das ist Munition, die wir schon haben. Puh. Gehen wir weiter. Oh, das war ein Geschenk für uns. Aber der Schuh schon noch nicht liegen. Genau. Kohle. Pumpgun-Muni ist voll. Bist du ein, was, Meisterforscher? Mach mir jetzt Schadensforschung. Mach das Beste aus deinem feinen Schaden. Und Schadensboni. Okay. Ja, ich tausche das mit dem Messer aus. Also, mehr Schade ist halt mehr cool. Okay. 9. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Mhm. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Ach so. Psychisch normal, dass ich überhaupt was damit anfangen kann? Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Schauen wir mal. Also das finden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen raus. Aber jetzt kommt erstmal wieder eine Wasserpassage, so wie es aussieht. Obwohl ich die eigentlich sehr mag, die Wasserpassagen. Erstens, wir werden nicht angegriffen. Und zweitens, man kann sich das geile Rapture von ihr aus immer ein bisschen angucken. Und da ich ja ein Big Daddy bin, immer noch schön gucke. Weil es kann ja sein, dass man hier irgendwo noch, genau, da die Schnecke findet. Schnecke, die Schneck. Lass mich doch rüber, ich will an die Schnecke. Es hört sich aber auch, ohne dass man weiß, um was es geht, hört sich das extrem falsch an. So, komm her. Zähne mehr. Ist hier noch irgendwo eine? Hat sich irgendwo noch eine dran versteckelt? Weil wir nehmen die ja gerne mit. Ja, anscheinend ist nicht viel hier. Oder ich übersehe es natürlich wieder, wie immer. So, da bin ich ja Meister drinnen, übersehen. Übersehen und nicht finden bin ich immer toll drin. So, die Schränke sind leer, aber hier haben wir noch ein bisschen Munition. Hacker-Pfeil haben wir schon. Was? Bist gefeuert. You are fired. Ja. Hm. Ah, da liegt Geld. Er stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich in den Arm gespritzt hat. Durchsucht ihn. Wegtreten! Du bist gefeuert! Entlassen! Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Du bist zu gemein für das Gemeine. Sorry, aber das ist, der ist mir ein bisschen zu strange. Na, wo ist er dann? Doch wissen, bist es nicht wert, Lebs Füße zu waschen.
Ah ja. Was will ich für Gemüse, wenn ich ehrlich bin? Grobian, hier unten sind noch Himmel, was du präsentiert, Teller. Verstecken. Ich bin langsam. Aua. Zack. Nee, wir brauchen nichts zu kaufen. Gute Nacht miteinander. Wo ist er dann? Ich gehe jetzt schlafen. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ja. Klingt sehr durchgedreht, genau. So, dann gucken wir mal, ob wir denn eine gute Hecke kennen. Willkommen im Zirkus der Werte. Oh! Irgendwie habe ich das alleweil so gar nicht drauf. Geht doch. Die brauchen wir nicht. Diene. Kugel nehmen wir mit Lieben, nehmen wir auch mal. Mit Lieben ist immer gut. Also irgendwie habe ich das Hecke gerade nicht so drauf. Alkohol, Kaffee, also wo kommen wir dann hier hin? Ah, das ist eine Spiegelreflexion. Was haben wir hier hinten noch? Einmal Muni. Dreizehn Bolzen haben wir nur. 18, ja. Hab ich eben Ball gehört? Entschuldigung. Ach, das sieht ja mal geil aus. Ja, es hat schon was. Okay. Ja, nee, ist klar. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Zerlünscht. Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Okay. Status aktiv. Zugang gewährt. Ah, schön, mit dem Rein. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre...
Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Ja, okay. Da hätte man schon mal was, was gleich hilfreich sein könnte. Oh ja, ich schon Hecke. Oh, hat das funktioniert? Ich glaube, die kann uns nicht mehr das Zeug annehmen, was wir wollen. Also die meldet uns auch nicht mehr an. Komischerweise. Hier haben wir leichter Rohrbruch. Gut, ich glaube, hier brauchen wir das Agnus Dei. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Ah, ja. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du ganz Messer geht's dir rein. Ein Schiffen für mich. Und du sagst, also kann ich da so nicht sein. Sein. Die Zukunft liegt hier bei Fontaine. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssen dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Ich bin nett für die Klos zuständig. Ich hab beim Bund oft genug die Klos schrubben müssen, es reicht. Und es gibt genug Idioten. Haben wir voll? Haben wir voll. Ja, dann würde ich mal auf. Oh Mist, wie viel haben wir hier? Drei Stück, okay. Das ist die Maßnahme. Ecke mal am besten. Dann haben wir mal. Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian. Ah, Mist, das kann man gar nicht so holen. Boah, wie gemein ist das? Sollte bist du mit mehr Sex. Mit Sex aber, oder? Da hinten in der Ecke stand ja eine. Ja, solange er Munition dabei hat, ist alles gut. Sorry, Digga. Bin doch nicht böse. Warum soll ich denn böse auf dich sein? So, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Guck mal, so ist doch schon eine.
Hier hätte man Hackerpfeil. Aber mal gucken, vielleicht können wir das schön hacken. So, haben wir was gekriegt, besonders? Ja, gratuliere! Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen! Halt die Zäh! So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und tschüss!